Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal haben wir schon eine Flotte hier angelandet in Yaren. Eigentlich haben wir die Flotte das letzte Mal in Waterfleet angelandet. Dann ist mir aber noch aufgefallen, dass es keine so gute Idee. Yaren ist weniger bewacht. Außerdem ist es etwas, was ich sowieso lieber erobern würde, weil es bereits am allgemeinen Netz hier angeschlossen ist. Wir wollen ja im Endeffekt Suve erobern. Und nächste Runde können wir dann auch Truppen reinschicken. Wir werden dann natürlich im Endeffekt auch diese Gebiete hier alle erobern. Schon allein deswegen, um zu verhindern, dass diese Idioten von unseren Feinden hier einen Haufen Vermögen machen mit diesen Regionen. Das müssen wir zwar ausbauen, aber was soll's, dafür haben wir hier unsere guten Leute. Und freundlicherweise haben ja schon unsere Konkurrenten hier alles ausgebaut. Wir müssen ja nur noch Eisenbahnlinien hinbauen. Okay, also dann. Ja, ich weiß, da ist eine Flotte. Was soll ich tun? Gut. Wir kaufen wieder alles, was wir so am Weltmarkt kriegen. Okay, wir hatten da einen Kampf. Uff. Der war knapp. Der war auch knapp. Urk, wo haben die ganzen Truppen her? Ich hoffe, wir können da anlanden, wenn uns die da so abknallen. Okay. Wir brauchen mehr Truppen, vor allem mehr Schiffe. Schiffe ist echt eine Frechheit, wie schlecht wir sind. Eine neue Erfindung. Ein Barbed Wire, also Stacheldraht haben wir. Die Invention of Barbed Wire significantly increased the enclosure of open range land and allowed rangers? To better regulate their herds. Breeds were improved and disease reduced by isolating one herd from another. Rangers improve livestock ranges to level 3, 2, producing 3 units of livestock per turn. Okay, wenn brauchen wir zwar nicht wirklich, aber wir haben so viel Geld, dass es vollkommen irrelevant ist. So, einmal nichts gefunden, schade. Suchen wir weiter. Ja, yep, du wartest. Sehr gut, du baust da gleich weiter. Gut, aber jetzt können wir hier anlanden, oder? 36 kann es nur groß sein. Das heißt, wir nehmen nur 4 davon, nehmen wir 3 davon und 3 davon und 4. 4 davon und für einen General. Geht sich das dann aus? Nö, noch im Moment zu groß. Dann nehmen wir nur 3 davon. Gut, dann schauen wir doch mal, ob der Feind irgendwo anlandet, wo es nicht so gut wäre. Schaut zurzeit mal nicht so aus. Zumindest sehe ich da jetzt mal auf den ersten Blick nichts. Okay, dann bleibt sie mal stehen. Hier bleibt es auch stehen. Hier bleibt es natürlich auch stehen, einfach ebenfalls. Euch schicke ich dann gleich nach in den Krieg und du machst das da. So, was haben wir da? Wir brauchen Eisen. Kohle nehmen wir auch wieder noch ein bisschen mehr. Wir brauchen Schiffe.
90. So, was können wir da transportieren? 77 brauchen wir und 84 transportieren wir. Könnten noch einmal um die 1 mehr machen. Wieso habe ich plötzlich so viel Transportkapazität? Habe ich so viel letzte Runde gebaut? Offensichtlich. Okay. Passt. Dann bauen wir wieder Truppen. Und wir bilden Leute aus. Voll, voll, auch voll. Auch nicht voll, oder haben wir nicht genügend Öl? Oh. Okay. So, dann haben wir. Achso, wartet mal. Wir brauchen da auf jeden Fall 6 neue Konserven. Vielleicht brauchen wir da doch nicht so viel. So, und dann schauen wir mal, was können wir denn besonders viel noch bauen? Wow, davon haben wir aber echt viel im Vorrat von all diesen Sachen. Können wir da eigentlich alle die Dinger da ausbauen? Machen wir das einfach alles aus. Das passt schon. Das brauchen wir nicht ausbauen. Das brauchen wir zurzeit auch noch nicht ausbauen. Gut. Jop. Wir verkaufen. Achso, warte jetzt mal. Nein. Wir holen uns außerdem 6 neue Bürger. Und wir verkaufen alles, was wir so haben. Na schauen wir mal. Wir speichern mal ab. Nicht, dass uns das Ding wieder abstürzt. Ah, wir haben vergessen, Schiffe zu bauen. Wir hätten Schiffe bauen müssen. Wir kaufen mal alles, was wir so finden. Was? Wie können die da angreifen? Da war ja nicht einmal ein Dings angelandet. Okay, ja. Ach, mach du das. Feiglinge. Das gefällt mir nicht. Aber jetzt wir. Dö, so, wir haben da eine Kanone. Eine Kanone nur ist. Das heißt, du kannst dich daher begeben. Du begibst dich daher. Du gehst auch dazu. Du gehst mal in diese Richtung. Du schießt das Ding klein. Zwar so klein, dass es nichts mehr gegen uns tun kann. Schaut gut aus. So, gehst du mal daher.
Fischling. Okay, ich glaube, das können wir jetzt so machen. Gut, wir sind angelandet. Und wir haben hier eine Provinz verloren. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir müssen da auch Truppen nachschicken nach Kestel. Aber, und das ist das Wichtigste, wir haben hier jetzt einen Brückenkopf. Das heißt, wir können da jetzt einmal diese Insel auseinandernehmen. Sea of Anza. Stehen. Jo, du kannst auch nichts machen. Du baust mir noch sowas. Ja, bauen gleich weiter aus. Du machst das. Gut. Wir schicken gleich einmal noch mehr Truppen hierher. Nach Jahren. Könnten eigentlich gleich weitergehen nach Suwa, oder? Wenn wir das erobern mit diesen Truppen? Nö. Warten wir einfach auf die Leute, die nachkommen. Wir müssen das echt nicht überstürzen. Nicht, dass wir das Gebiet dann verlieren. So, dann brauchen wir eine schöne Truppe, die darauf geht nach Kessel. Und zwar nach Kessel Hauptstadt. Oder jetzt nicht nee, diese Leute hintransportiert. Yep. Weil das möchte ich nicht, dass wir die verlieren. So, wartet mal. Sind wir denn? Da war aber nichts eingezeichnet. Müsste ich das nicht sehen, wenn sie da anlanden? Oder sehe ich das nicht, weil das nur eine Kolonie von mir ist? Aber nachdem es Teil von meinem Reich ist, wäre es schon irgendwie nett gewesen, wenn sie es mir gezeigt hätten. Ich meine, was machen die Leute, die dort sitzen? Sitzen die einfach nur rum? Na gut, soll sein. Gut, ihr seid, glaube ich, ziemlich lädiert, ja. Wir werden euch in den nächstbesten Hafen schicken, den wir finden. Den Port Lodi. So, da. Wir können wieder transportieren. Fertigprodukte. Jo, haben wir alles geholt. Dann das. Das. Und mehr Treibstoff. Gut, und dann noch ein paar Schafe. Haben wir noch ein paar Leute zum Ausbilden. Das ist alles voll. Nicht zu viel. Sechs neue, außerdem müssen wir da wieder sechs Konserven bauen für die nächste Runde. Eins, zwei, so, dann können wir da noch sieben bauen. Passt.
Gut, außerdem wollen wir schauen. Ha, eins, zwei. Nein, wir haben zu wenig Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Tja, nächste. Mehr Kohle gibt's nicht. Müssen wir Kohle heimtransportieren. Machen wir. Okay. Ja, ich weiß. Gut, einen Haufen Geld gemacht. Wir haben mehr Truppen wieder und noch eine neue Ironclad. Und wir haben nirgends gekämpft. Das finde ich einmal ganz positiv. Wir haben noch immer nichts gefunden. Das heißt, wir können da auch noch nichts machen. So, jetzt haben wir da einen Kessel mit einem Haufen Truppen. Okay, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Oh, da könnten wir Leute noch ausbilden. Sehe ich gerade. Na, da noch zwei. Davon mit. Und greifen wir Skewistrap an. Okay, und ihr geht's mir auch daher. Und ihr 7776. Greift mir das an. So, dann schauen wir mal. Haben wir da irgendwelche Anlandungen von irgendwelchen Bösewichtern? Schaut zurzeit nicht so aus. Finde ich gut. So, ihr macht es auch nichts derzeit. Ihr auch nicht. Du gehst mal daher. Ihr geht's daher und heilt euch. Gut, das war mal das. Außerdem werden wir wahrscheinlich einen neuen Ingenieur bauen noch. Damit wir da ein bisschen mehr machen können. Und wir brauchen mehr Kohle. Kohle und Schafe transportieren wir nach Hause. Yes, noch mehr Energie. Da eins mehr. Da eins mehr. Und da eins mehr. Außerdem bilden wir wieder, wie schon gesagt, diese Truppen aus. Das hat sich durchaus bewährt, diese Taktik, die wir da gemacht haben. Sechs Leute ausheben. Dann bauen wir sechs neue Konserven. Brauchen wir gleich zehn neue Konserven. Dann haben wir später ein bisschen mehr. Ein neues Schippernackel bauen wir auch. So, neun neue Transporteinheiten. Auch die sechs Leute rekrutiert. Jop. Gut. Uff, Kohle wird knapp. Aber
Sollte besser werden ab den nächsten Runden, wenn wir mehr Kohle reintransportieren. So, jetzt machen wir zwei Angriffe diese Runde. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, wir haben vergessen, den Dings, den Ingenieur zu bauen. Wir sind so dumm. Am Anfang eine nächste Runde zu machen. Selber bauen, selber aufstellen oder lassen wir aufstellen? Lassen wir es aufstellen, was soll's? Was soll schon passieren? Puh, lächerlich. Finde ich gut, dass da. So, können wir von hier aus schießen? Nö. Dann gehst du mal da her. Oh. Das war jetzt nicht sehr klug von mir offensichtlich. Die Art und Weise, wie ich mit dem Problem umgegangen bin. Andererseits, er kommt eh raus, das finde ich gut. Finde ich gut. Das habe ich besonders klug gemacht. Ich habe den Weg für diese Leute total versperrt. So, wir vernichten zunächst einmal. Schade. So, damit hätten wir aber dieses Gebiet auch erobert und ich glaube, wir haben nichts verloren bei der Sache. Wir haben zwar auch nicht besonders gut gekämpft, aber was soll's. Okay. Ah, na gut. Das ist machbar.
Schade, dass wir den General nicht mit in den Tod nehmen können. Hey, ach Gott, das war ein Fehler. Wenn ich das gewusst hätte. Ah, okay, wir haben ihn trotzdem noch erledigt. Okay. Wer greift da an? Gut soll sein. Wir gehen da mal zur Seite, damit wir denen dann nicht im Weg sind. Wohin sind nur... So, sagt Tschüss zu dieser Artillerie. Tschüss, Artillerie. Sollte eigentlich an und für sich ohne grobe Probleme zu gewinnen sein. So, und jetzt übernimmst du Otto von Bismarck. Zumindest scheinst du das zu sein oder darstellen zu sollen oder so irgendwie. Gut, damit haben wir dieses wichtige Gebiet erobert und können Erdöl nach Hause transportieren von dort. Und wir haben dieses Gebiet von Kessel wieder zurückerobert. Sehr gut, sehr gut. Und wir haben nicht einmal eine Truppe verloren. Okay. Okay. So, das war's wieder für heute, würde ich fast sagen. Oder machen wir noch den Zug fertig? Ja, machen wir noch den Zug fertig. Leider nichts zu tun. So, ich überlege gerade, in welche Richtung fahren wir dann weiter. Nach Barna müssen wir, nach Balata müssen wir, aber auch danach runter. Das ist gut, wir bauen da jetzt, wenn wir da einen Hafen herbauen, dann können wir das Erdöl hierher bringen. Und wir haben Skrydstrup auch angeschlossen ans allgemeine Verkehrsnetz. So, ihr bleibt einmal da und erholt euch ein wenig von diesem Kampf. Der war jetzt nicht so schwierig, aber erholen können wir uns nichtsdestotrotz. Ihr kommt daher. Ihr wartet auf diese Typen. Ihr entspannt euch mal eine Runde oder so. Ruhe. So, wir schauen mal wieder, ob noch mal irgendwo anlandet. Das schaut nicht so aus. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Ah, da ist eine blöde Flotte. Geht's weg.
Elende Flotten. Na gut. Ihr macht's nichts, ihr macht's nichts, ihr macht's nichts. Auch ihr macht's einstweilen mal nichts. Okay, du kannst da in das Meer gehen. Euch geht's langsam etwas besser, aber es wird noch eine Weile dauern. Das heißt, ihr macht's derzeit auch noch nichts. Ihr schießt bitte das eine Schiff, was da drinnen steht, aus dem Meer. Gut, wir haben hier noch Bretter, die wir heimtransportieren können. Und vier Öl. Und noch einmal zwei Treibstoffe. Wow. Und noch. Wow. Warte mal. Ein Hemd. Wowzers. So. Wir brauchen mehr Kohle. Ach Gott. Wir brauchen noch mehr Transport. Das geht, den gibt es ja wohl echt nicht. Mal auf Vorrat. Ein paar können wir ja auf Vorrat bauen. Mal aus. Gut. Wie viele von denen kann man bauen? Genau eines. Na, super. Das wären immer mehr Sachen, die wir daheim transportieren, also verkaufen können. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und wieder einige gelbe Gebiete hinzugefügt. Diese Insel werden wir da vollkommen auseinandernehmen. Ach nein, wartet mal, wir haben ja gesagt. Genau da. Brauchen noch so jemanden, um die ganzen eroberten Gebiete schön anzuschließen. So, Herrschaften, wie schon gesagt, an dieser Stelle sage ich euch eine schöne gute Nacht. Wir nehmen Kem und unsere anderen Feinde weiterhin auseinander. Wir sehen uns hoffentlich übermorgen wieder. Bis dann. Gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.